Im Jahr 587 vor Christus wurde die Stadt Jerusalem vom Babylonischen Reich angegriffen. Und ein Jahr später wurden die Stadt und ihr Tempel ausgeraubt und verbrannt. Tausende Israeliten verloren ihre Heimat und wurden ins antike Babylon verschleppt. Sie landeten im Exil. Und so wurden sie eine Minderheit, umgeben von einer neuen Kultur und neuen Gottheiten. Manche Israeliten entschieden sich nun, gegen Babylon zu rebellieren oder sich zurückzuziehen. Andere hingegen gaben nach. Sie passten sich der babylonischen Lebensweise an und akzeptierten ihre Götter als ihre eigenen. Und man könnte meinen, dass dies die einzigen beiden Optionen waren. Aber der Prophet Jeremia forderte sie dazu auf, etwas ganz anderes und Überraschendes zu tun. Sich niederzulassen, Häuser zu bauen, Gärten zu bepflanzen, Familien zu gründen und, was am überraschendsten war, sich für Babylons Wohlergehen einzusetzen und für sie zu beten. Das ist also eine dritte Option? Genau. Es ist weder ein Kompromiss noch eine Auflehnung. Wie sah das genau aus? Nun ja, es gibt ein ganzes biblisches Buch, das genau diese Frage beleuchtet. Es ist die Geschichte von Daniel. Daniel war einer der Israeliten, die ins babylonische Exil verschleppt wurden. Und weil Daniel königlicher Abstammung war und eine Ausbildung hatte, wurde er mit einigen seiner Freunde rekrutiert, um am babylonischen Hof zu arbeiten. Er sollte für den Feind arbeiten? Da wären sie doch kompromittiert. Oder sie könnten das Vertrauen des Königs gewinnen und sie dann von innen heraus zu Fall bringen. Das würde man vielleicht erwarten. Aber stattdessen nahmen sie sich Jeremias Ratschlag zu Herzen und wählten den dritten Weg. Sie dienten dem babylonischen König, nahmen babylonische Namen an und passten sogar ihren Kleidungsstil an. Sie setzten sich also für Babylons Wohlergehen ein. Aber gaben sie damit nicht ihre Herkunft auf? Das könnte so scheinen, aber tatsächlich taten sie es nicht. Wenn man weiterliest, richtet die Geschichte unser Augenmerk auf Momente, in denen sie eine klare Grenze ziehen. Sie entscheiden sich dazu, ihrem Gott treu zu sein und dem Einfluss Babylons zu widerstehen. Wie zum Beispiel? Nun zum Beispiel, als sie dazu aufgefordert wurden, sich vor dem Götzenbild von Babylon niederzuwerfen und dem König ihre Treue zu schwören, als wäre er ein Gott. Ah, und so weit wollten sie nicht gehen. Genau. Hier siehst du die wahre Treue. Es verlangte von ihnen, Babylons Vergötterung von Macht zu kritisieren, seine Arroganz und Ungerechtigkeit. Aber sie taten dies ohne Gewalt, indem sie ihr Leben hingaben. Und so stellt sich Gott aufgrund ihrer Treue zu Daniel und seinen Freunden. Sie dienten also Babylon, setzten sich für sein Wohlergehen ein. Aber ihre Treue galt immer Gott? Genau. Das war es, was sich Jeremia vorgestellt hatte. Der Weg des Exils ist eine Mischung aus Loyalität und Umsturz. Also waren sie immer noch im Exil. Haben sich Daniel und seine Freunde nicht nach ihrer Heimat gesehnt? Natürlich. Daniel hat sogar daran geglaubt, dass Gott einen Herrscher schicken wird, um die Babylonier zu bezwingen und ein wahres Friedensreich aufzubauen. Und wann hat er die Ankunft dieses Herrschers erwartet? Naja, am Anfang dachte er, er käme zu seinen Lebzeiten. Aber dann hatte er einen Traum, der zeigte, dass es nach dem Babylonischen Reich eine weitere unterdrückende Herrschaft geben soll. Dann noch eine und noch eine. Babylon ist also gefallen und Israel konnte nach Hause gehen. Aber jetzt werden sie von Babylons Nachfolgern beherrscht. Und deswegen behalten sie diese Exilmentalität bei und warten darauf, dass ihre wahre Heimat zu ihnen kommt. Und sie führten diese Haltung von Loyalität und Umsturz in allen neuen Varianten Babylons fort. Und das führt uns in die Zeit von Jesus. Das Weltreich dieser Zeit war Rom, von Caesar regiert. Manche Israeliten wollten sich auflehnen, während andere nachgaben und die römische Kultur und ihre Götter annahmen. Aber schau dir an, wie Jesus diese staatsgefährdende Loyalität Daniels weiterführt. Zum Beispiel, als er sagte, es ist okay, Caesar Steuern zu zahlen. Gebt ihm seine Münzen zurück. Aber gleichzeitig sagt er, verwechsle Caesar nicht mit Gott. Gott ist der, der dein ganzes Leben und deine Treue verdient. Der Weg von Jesus ist also die gleiche Mischung aus Loyalität und Umsturz. Genau. So hat er zum Beispiel seine Nachfolger gelehrt, zu lieben und sogar ihre Feinde zu segnen. Aber er wurde auch dafür verhaftet, dass er sich gegen Jerusalems und Roms korrupte Anführer geäußert hatte. Er kritisierte ihre Machtverehrung und das kostete ihn sein Leben. Aber Gott rechtfertigte ihn, indem er ihn von den Toten als den wahren König aller Nationen auferweckte. Der König, auf den Daniel gehofft hatte. Ganz genau. Und Jesus versprach, dass sein Reich eines Tages triumphieren wird. Bis dahin leben also seine Nachfolger in einer Art Exil. Genau. Deswegen nennt der Apostel Petrus die Nachfolger von Jesus Fremdlinge und Verbannte. Er fordert sie auf, die Autoritäten anzuerkennen, wo auch immer sie leben, und alle Menschen zu respektieren und zu lieben. Aber er erinnert sie auch daran, dass das nicht ihre wahre Heimat ist. Sie leben immer noch in Babylon. Aber sie leben doch gar nicht mehr in Babylon.
Babylon existiert doch gar nicht mehr. Oder vielleicht doch? In der Bibel wurde Babylon zu einem Symbol für jegliche menschliche Institution, die verlangt, ihrer götzendienerischen Neudefinition von Gut und Böse die Treue zu erweisen. Wir alle leben und arbeiten also in Babylon. Aber wie kann ich mich für Babylons Wohlergehen einsetzen, obwohl doch meine Treue jemand viel Größerem gilt? Ja, die Nachfolger von Jesus sind dazu berufen, in dieser Spannung zwischen Loyalität und Umsturz zu leben. Das ist der Weg des Exils.